Gell, hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Infoabend zu unserer EMB-Ausbildung, zu unserer Ernährungsberater-Ausbildung. Mein Name ist Julia Groß. Ich bin die Fachbereichsleiterin hier im Zentrum für Naturheilkunde für unter anderem den Fachbereich der Ernährung. Und darum freue ich mich natürlich besonders, heute hier mit Sandra an meiner Seite, Sandra Kraus. Hallo Sandra. Hallo, guten Abend zusammen. Diesen schönen Infoabend gestalten zu dürfen. Wir machen das jetzt schon zum zweiten Mal zusammen, Sandra und ich. Und also den für die, oder? Nee, für die, ach ja doch, für die Präsenzausbildung schon mal. Ja. Aber das hier ist hier wieder, ist immer noch ganz aufregend für mich auch, weil das so eine tolle Ausbildung ist und ich mich einfach wahnsinnig darüber freue, dass wir diesen Bereich auch, dass ich auch diesen Bereich betreuen darf. Und ich mache das jetzt seit knapp anderthalb Jahren, dass ich eben den Ernährungsfachbereich hier mit betreue im Zentrum für Naturheilkunde. Und es bringt so einen Spaß, vor allem eben, weil jeder isst ja, also jedenfalls hoffe ich das, dass wir alle irgendwie auch meistens mal was essen. Und daher betrifft es natürlich auch jeden. Und gerade diese Ausbildung ist so unglaublich spannend, da man diese ganzen Basics einfach mal lernt, was es eigentlich alles gibt, was in unserem Körper so passiert und wie ich natürlich anderen Leuten auch zeigen kann, wie sie sich vielleicht ein bisschen besser und gesünder ernähren. Aber meistens fängt man ja eh bei sich selbst an. Ja, wir hier beim Zentrum für Naturheilkunde haben diese Ausbildung schon sehr lange im Programm. Die gibt es schon viele, viele Jahre. Wir hatten natürlich die immer in Präsenz. Die fand dann bei uns in München in der Hirtenstraße statt. Und dank Corona, mittlerweile können wir wirklich sagen, dank Corona, können wir die Ausbildung jetzt auch online anbieten. Und wir haben das ein bisschen umgestrickt. Ich habe immer gedacht, ach Quatsch, Ernährungsberater geht doch gar nicht. Da muss man doch die ganze Zeit kochen. Aber das stimmt natürlich nicht, sondern es gibt sehr, sehr viel theoretisches Wissen, was man unglaublich gut auch online präsentieren kann. Und das funktioniert jetzt eben schon zwei Kurse lang, zwei Ausbildungen lang. Und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt auch die dritte Online-Ausbildung starten werden. Also werden wir definitiv. Darum freuen wir uns jetzt auch darauf. Ich bin heute hier für den organisatorischen Part. Alles Spannende wird Ihnen dann gleich die Sandra erzählen, also wenn es um die Inhalte geht, was man jetzt wirklich genau lernt. Und wenn wir Glück haben und einigermaßen gut durchkommen, hat die Sandra auch noch ein tolles Praxisbeispiel für Sie. Und ich erzähle Ihnen einfach, was zu den Kosten, was zu den Terminen, wie der Ablauf ist der Ausbildung und auch an wen Sie sich eigentlich immer wenden können. Sehr schön. Dann, ich habe mich ja schon ein bisschen vorgestellt, wie gesagt, eben als Fachbereichsleiterin mit meinem Lieblingsthema hier, mit der Ernährung. Und ich bin auch schon eine ganze Weile im ZFN, mache hauptsächlich auch noch eben die Naturheilkunde und darf jetzt auch noch die manuellen Verfahren. Um die darf ich mich jetzt auch noch kümmern. Und und das ZFN gibt es seit 35 Jahren, kann man auch mal nochmal schnell dazu sagen, falls jemand uns noch nicht kennt. Und wir waren ja bis vor kurzem eine reine Präsenzschule, haben ganz zögerlich, zaghaft mit online gestartet, kurz vor Corona, haben aber gedacht, ach was, das braucht keiner. Naja, gut, jetzt sitzen wir alle online hier und das ist doch sehr schön. Und Sandra ist auch schon völliger Profi geworden in den letzten Jahren. Dann stell du dich doch mal vor, Sandra, du bist ja die Leiterin der Ausbildung und man sieht dich natürlich auch am allermeisten. Ja, danke dir, Julia. Dann auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend zusammen. Ich bin auch total begeistert, dass sich schon so viele mit der Kamera zugeschaltet haben. Das ist auch was, was die Ausbildung dann so lebendig macht, wenn man das wirklich so aktiv mitgestaltet. Das haben wir gerade, das hatten wir auch bei der letzten Ausbildung, die war. Und ich muss wirklich sagen, es klappt ganz toll online. Ich konnte es mir am Anfang gar nicht vorstellen und bin jetzt auch ein großer Fan davon geworden. Also so viel dazu. Das ist echt schön, wenn man auch immer diesen Austausch so direkt hat. Ja, ich mag mich mal kurz vorstellen. Ich darf seit vielen Jahren die Ausbildung EMB-Berater, EMB-Coach am ZFN betreuen und mache das eigentlich fast jeden Tag noch lieber als am Anfang, weil wir immer wieder was Neues dazu nehmen, was einfach so viele aktuelle Themen rund um die Ernährung gibt, die so spannend sind. Und es ist ganz wunderbar, dass man da wirklich so ein Jahr lang zusammen ist und man von Anfang an nochmal das Wissen um die Ernährung aufbauen kann. In der Tat habe ich am ZFN auch mit einer EMB-Ausbildung gestartet. Also ganz interessant, das war auch so meine erste ZFN-Begegnung. Es wurden dann ein paar viele mehr, unter anderem natürlich auch der Heilpraktiker, der danach kam. Also ich sage immer aufpassen, es ist ein bisschen ansteckend.
aber total schön ist diese Infektion, also kein Problem. Und vielleicht so grundsätzlich zu meinem Hintergrund, ich bin Diplom-Gartenbauingenieurin, habe in Freising bei Stefan studiert und dann dort auch noch weiter promoviert und im Bereich der Forschung gearbeitet. Hatte schon immer so dieses Interesse für Ernährung, gesunde Ernährung natürlich, im Speziellen die pflanzliche Ernährung, und habe mich da mehr so vom Pflanzenseite her mit deren Inhaltsstoffen befasst und geschaut, wie kann man die optimieren und was kommt da Tolles raus. Ging viel um antioxidative Kapazitäten und da eben auch schon so immer auf die Wirkung auf den Menschen, wie, ich sage jetzt mal, kann man sich hier gegenseitig gut befruchten, pflanzliche Lebensmittel und die Wirkung, wie gesagt, auf die menschliche Gesundheit. Das war immer schon so in meinem Interessengebiet und da war es immer klar, dass ich da auch noch mal was draufsetze, auch wenn ich mich dann viel, ich sage jetzt mal, noch an der Uni aufgehalten habe, da schon immer Studenten betreut habe, Vorlesungen gemacht habe und auch eine Firma habe, noch immer, wo ich ab und an auch wieder Schulungen in dem Bereich Obst und Gemüse, Anbau, Vermarktung und so weiter mache. Also Sie sehen schon so ein bisschen dieses Vortragen, Wissen weitergeben, hier auch zusammen was erarbeiten, ist schon was, was mich ganz, ganz lange begleitet und was mir wahnsinnig viel Freude macht und wirklich am meisten in dieser EMB-Ausbildung, weil wir da so eine schöne Zusammenfassung über alle Themen haben, die wirklich hier von Bedeutung sind, weil wir ja neben der Ernährung auch das Mentale dabei haben, die Bewegung, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, und was mache ich ansonsten noch so, wenn ich keine Seminare mache und keine Schulung halt? Dann habe ich natürlich auch noch eine Praxis, sonst hätte ich ja die Heilpraktiker-Ausbildung auch nicht gemacht. Konzentriere mich da natürlich auch viel auf die Ernährungsberatung, ganz klar. Ich finde, es gibt fast kein gesundheitliches Thema, wo nicht auch die Ernährung eine wichtige Grundlage ist. Aber ich ergänze es einfach bedingt durch meine Herkunft und die Pflanzenliebe noch gerne auch mit der Phytotherapie. Mache daher auch noch ab und an Kräuterwanderungen oder auch mal so Räucherwebinare, Seminare und solche Dinge. Und auch ganz viel manuelle Therapie, Bioresonanz, Elektroakupunktur und so. Neues Lieblingsthema von mir sind auch noch Hormone und auch Hormone und Ernährung ist was, was ganz toll sich ergänzt und zusammenspielt. Also nur, dass man mal so einen groben Einblick hat, was so meine Hintergründe sind, weshalb ich mich in der EMB-Ausbildung so richtig gut aufgehoben fühle. Julia, jetzt dürftest du mal einmal weiterklicken, weil du hast, glaube ich, den Host. Genau, danke schön. Ja, super, genau, danke. Ja, und wenn man da noch so andere Interessen dann eben reinpackt, die ich auch habe, eben wie gesagt, viel Bewegung auch. Ich bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur, bewege mich dort entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder auch mal gerne mit den Skiern. Bin einfach sehr gerne in den Bergen und ja, habe aber auch eine Wirbelsäulentrainerausbildung und mache viel Gymnastik und Personal Training. Und das passt einfach noch so schön in diese ganze EMB-Thematik mit rein. Dann wird das Ganze schon eine richtig runde Sache. Und ja, wie gesagt, dann ist so die Tätigkeit als Dozentin am ZFN in der EMB-Ausbildung eigentlich ganz gut getroffen und fasst alles zusammen, was mir wichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, Sie können gerne auch mal auf meine Homepage schauen. Steht hier naturheilpraxis-kraus-mandel.de. Ich arbeite mit meinem Mann in der Praxis zusammen. Der ist Physiotherapeut, ist natürlich auch eine ganz schöne Ergänzung. Und da komme ich später auch nochmal drauf, dass das natürlich auch eine gute Kooperationsmöglichkeit ist für einen EMB-Berater. Also das kann man vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ne? Dass wir da uns gut ergänzen mit anderen Therapeuten. Werden wir da noch sehen bei den Aufgaben, die man so machen kann als EMB-Berater. Ja, das wäre so in Kürze zu mir. Und dann, wenn Sie noch Fragen haben, immer gerne, würde ich aber wieder an die Julia übergeben. Mhm. Genau. Wir wollen ja heute hier ein wenig was erfahren über diese einjährige Ausbildung, die wir anbieten, die jetzt am 19. April starten wird. Und ja, vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, was heißt denn EMB? Da musste ich nämlich auch erstmal überlegen, was ist denn das überhaupt? Es heißt Ernährung, Mental, Bewegungsberater. Das heißt, Sie haben wirklich diese drei Komponenten zusammen, weil wir wissen ja,
Ohne Ernährung geht eigentlich keine andere Form von Therapie. Also so sehe ich das eben auch in der Naturheilkunde. Man kann therapieren, wie man lustig ist. Wenn man die Ernährung nicht mit einbezieht, sieht es meistens schlecht aus. Daher ist das eben auch ein ganz wichtiger Part, den wir als Ernährungsberater dann eben auch haben, wie Sandra eben auch schon sagte, auch mit anderen Therapeuten dazu. Was eben in dieser Ernährungsberatung eben noch wichtig ist, ist eben auch, dass wir uns um das Mentale kümmern, weil ja, die Psyche spielt doch immer eine sehr große Rolle, wenn es ums Thema Ernährung geht. Und da lernen Sie natürlich auch viele Entspannungsmöglichkeiten oder eben auch, worauf Sie achten können, wenn jetzt Psyche und Ernährung doch mal sich ein bisschen entspannen sollten. Und na klar, Bewegung gehört auch dazu, wenn man sich gesund ernährt oder vielleicht auch abnehmen möchte oder abnehmen muss sogar. Es gibt ja nun auch wirklich viele Klienten, die man dann hat, die nicht einfach nur kommen, weil sie denken, ach, ein bisschen Bikini-Figur wäre super, sondern es ist dann auch wirklich eine therapeutisch bedingte Abnehmkur angesagt. Und da muss man natürlich auch mit unterstützen. Und Bewegung unterstützt natürlich sehr dabei. Und das lernen wir dann auch, wie man ein schönes Kompaktpaket schnüren kann, damit man seine Klienten wirklich rundum gut betreuen kann. Ja, es ist ein eingetragenes Markenzeichen. Das sehen Sie denn hinterm EMB. Da ist ja dieses R dahinter. Das heißt, genau so können Sie das natürlich dann auch bei sich auf die Homepage stellen oder auf Ihre Visitenkarten drucken, aufs Schild. Es ist natürlich, wir sind ein privates Ausbildungsunternehmen. Es ist keine Ausbildung, die jetzt bei der IHK oder staatlich anerkannt ist, dass man das schon mal weiß. Aber Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit dieser Ausbildung auch selbstständig tätig zu werden, sich eben EMB-Berater zu nennen. Ein Zertifikat kriegen Sie natürlich auch. Und wie das jetzt abrechnungstechnisch ist, das wird Ihnen natürlich auch Sandra während der Ausbildung erklären. Das ist natürlich auch immer eine Frage, wo man hinkommt, wie das alles funktioniert und welche Möglichkeiten Sie überhaupt auch für sich sehen, ob Sie in Unternehmen gehen wollen, ob Sie freiberuflich in Kindergärten, in Schulen beratend tätig sein möchten oder einfach eine Ernährungsberaterpraxis bei sich zu Hause haben möchten oder in Ihrer Praxis natürlich. Es ist uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass Sie nachher auch losgelassen werden können. Das heißt, dass Sie nach diesem Jahr auch wirklich die Sicherheit haben, ich kann beraten. Wenn jemand jetzt zu mir kommt und möchte ein Ernährungskonzept haben, dann weiß ich Bescheid und ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Daher ist dieser Praxisbezug immer gegeben. Wir haben natürlich ja auch nur Dozentinnen dabei, die auch wirklich in der Praxis arbeiten und damit arbeiten und so natürlich auch sehr viel Erfahrung übermitteln können. Also das heißt, sie kriegen auch immer sehr viele Tipps aus der Praxis dazu. Die braucht man auch, wenn man selber sich selbstständig machen möchte. Genau, das ist unsere Philosophie. Ich habe eben schon kurz angesprochen, wo man überall arbeiten kann. Es gibt ein unglaublich breites Feld und gerade auch als Kombinationsmöglichkeit auch zum Heilpraktiker ist das natürlich auch ganz, ganz toll, weil Sie dann verschiedene Therapieverfahren gleich selbst mit reinbringen können. Ansonsten können Sie sich natürlich sehr gut mit anderen Kollegen zusammenschließen, sei es auch mit Ärzten oder Sie arbeiten in Kliniken. Sie können auch sich in Kurheimen vorstellen oder bei Wellness-Oasen sozusagen. Das geht natürlich auch. Und schön ist es auch natürlich, mit Kindern zu arbeiten, weil gerade bei den Kindern ist es so wichtig, dass wir da präventiv arbeiten. Und ich sehe das immer bei meinen eigenen Kindern, wie wenig da eigentlich in der Schule gemacht wird und auch im Kindergarten. Und da freue ich mich sehr, wenn das immer mehr doch öffentlich wird. Und also das heißt, wenn Sie jetzt alle nachher schön in Kindergärten und Schulen gehen würden, das würde mich sehr freuen. Ja, was können wir noch machen? Wie gesagt, über Kooperationen hab ich gerade schon gesprochen. Sie sehen das selbst, Zahnärzte, Kosmetikerin, das geht ja auch immer, schöne Haut, schöne Ernährung, gute Ernährung, passt ja alles perfekt zusammen. Sie können natürlich auch eine VHS unterrichten, das stimmt. Sie können auch Dozentin werden und sagen, so, jetzt zeige ich mal anderen, was ich so meine, wie es funktionieren könnte. Also es ist ein unglaublich breites Feld. Und wie gesagt, die Ernährung sehe ich immer als Basis für alles andere an. Und ich glaube, da pflichtet Sandra mir auch bei. Ich glaube, das ist... Definitiv. Und das Schöne ist ja, wir dürfen ja alles parallel machen. Also wir müssen uns ja gar nicht festlegen, ne? Also man kann ab und an mal Vorträge bei der VHS machen. Man kann
zwischendrin die Kindergärten besuchen und dann trotzdem noch andere Beratungen machen. Oder eben, ich sehe, dass es immer mehr wird, auch so die Kooperation mit Ärzten. Also da ist schon auch die Notwendigkeit erkannt. Ich finde es ganz spannend, immer mehr Zahnärzte auch. Also ist wirklich immer wieder breiter das Feld, ergibt sich immer mehr, was man hier eigentlich machen kann. Mhm. Genau, unsere Ausbildung ist so aufgebaut, dass sie ist rein online. Also es gibt keine Präsenztage, es gibt keine Präsenzwochenenden. Es ist eine reine Online-Ausbildung. Das heißt, Sie haben von überall her die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Es wird am Abschluss keine Prüfung geben. Es gibt eine Facharbeit. Das heißt, Sie können sich ein Thema aussuchen beziehungsweise das mit Sandra besprechen und dann darüber ein Referat beziehungsweise eine Facharbeit schreiben. Und wenn Sie das dann erfolgreich absolviert haben, was eigentlich in den meisten Fällen der Fall ist, du hast ja gesagt, die sind manchmal so toll, diese also Arbeiten. Immer wieder begeistert. Wir sind ja gerade so kurz vorm Abschluss und ich darf gerade ganz viele Facharbeiten lesen und da kommen wirklich so schöne Werke raus und am Anfang denkt immer jeder, oh, das ist aber ganz anstrengend, ich schaffe das nicht und am Ende sind alle wirklich nur begeistert und viele erarbeiten sich wirklich so einen richtigen Praxisleitfaden. Also drum hat auch diese Facharbeit viel Sinn, weil man kann für sich schon, ich sage jetzt mal, Fragebögen erarbeiten, Konzepte schon für sich festlegen, die man verwenden möchte später oder aber auch über irgendein Theoriethema schreiben. Also da sind wir völlig frei und wie gesagt, ich bin immer wieder begeistert, was rauskommt. Genau, und wenn Sie das dann abgegeben haben und es wurde dann eben von Sandra gelesen, dann erhalten Sie eben das Zertifikat zum EMB-Berater oder Beraterin. Natürlich. Und wenn Sie jetzt aber sagen, nee, das möchte ich eigentlich nicht, ich möchte keine Facharbeit schreiben, Sie kriegen dann eine Teilnahmebestätigung, wo das natürlich auch draufsteht, aber dieses unglaublich wunderschöne Schmuckzertifikat gibt es dann natürlich nach der Facharbeit. Also insofern scheuen Sie sich nicht, das bringt schon sehr viel Spaß. Und ich finde, sowas ist auch immer nochmal ganz gut, um sich nochmal drüber Gedanken zu machen. Jörg hat eine Frage. Einfach. Genau, das funktioniert ja super. Dann schön. Dann spiele ich mal den Eisbrecher hier mit der ersten Frage. Oh ja, bitte. Wenn ich dich richtig verstanden habe, für das Zertifikat muss man so ein Referat oder eine Facharbeit schreiben, bedeutet dann aber dann im Umkehrschluss, dass es eigentlich keine Abschlussprüfung oder sowas gibt. Genau. Okay. Also eine Prüfung gibt es nicht. Das ist dann eben in Form dieser Facharbeit. Okay, danke. Genau, und wer es nicht macht, kriegt nur eine Teilnahmebestätigung und hat aber trotzdem enorm viel gelernt. Simon hat auch noch eine Frage. Und es war Abschlussarbeit oder Referat? Nee, alles zusammen. Wir machen es immer so, dass man eben eine Arbeit schreibt und dann schaue ich mir die Arbeit an. Und dann ist es ja immer schön, wenn auch die ganzen Mitschülerinnen und Mitschüler auch von dem erfahren, was ihr alles Tolles gemacht habt. Und von daher machen wir dann immer noch eine Referate-Runde, wo man seine Arbeit eben auch dann den anderen Teilnehmern vorstellt. Da können die anderen auch noch mal ein bisschen was fragen. Ich frage vielleicht noch mal ein bisschen was. Also insofern, wir kombinieren das ein bisschen zusammen. Und dann lernt man auch schon so ein bisschen wirklich in die Praxis zu gehen und auch seine Themen zu kommunizieren. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund. Schaffst du das eigentlich? Super. Wie schaffst du das dieses Mal mit allen? Können alle ihre Referate? Bisschen knackig, muss ich sagen. Wir haben ja ehrlich gesagt auch nochmal einen Sonderabend dann eingerichtet. Das haben wir halt einfach so festgelegt mit der Klasse auch, weil es jedem auch so viel Spaß macht, das zu hören. Und es werden da auch wirklich nochmal freiwillig ein paar Überstunden gemacht. Wir haben es schon sehr beschränkt, mal nur auf eine Viertelstunde. Also es ist jetzt auch kein Riesenreferat. Es muss auch niemand eine große Präsentation machen, wenn er nicht will. Aber es ist wirklich so, das Interesse war dann so groß, dass jeder auch gesagt hat, nee, wir hören uns das alles an. Und wir haben ja auch mal so ein bisschen Freiheiten, uns noch ein paar Themen rauszusuchen, die uns besonders interessieren. Und wir haben jetzt mit der Klasse zum Beispiel gesagt, nee, wir machen die Referate ausführlich und lassen dafür vielleicht ein paar Praxisfälle, die wir besprochen hätten, sonst weg. Also das sind wir gegen Ende dann auch sehr, sehr flexibel, dass wir es wirklich nach den Teilnehmerwünschen gestalten. Aber ja, es ist schon straff und viel, was es zum Sagen gibt. Aber es ist auch so toll zum Anhören und von daher nehmen wir uns die Zeit. Kirsten, Sie hatten auch noch eine Frage? Genau, ich hätte eine Frage zu der Facharbeit. Und zwar
wird das Thema vorgegeben, wie umfangreich soll die sein und wie lange hat man dafür Zeit? Ist das innerhalb des Kurses noch oder hat man nach dem Kurs irgendwie? Also das einfach als wie das organisatorisch so zu bewältigen ist, weil ich mache das dann nebenberuflich im Schichtdienst und da muss ich so ein bisschen gucken, wie ich die Zeit dafür finde. Ja, also ich würde vielleicht mal anfangen, oder Julia, von Anfang die Fragen von der Kirsten zu beantworten. Also im Endeffekt sind wir bei der Themenauswahl völlig frei. Ne? Das kann jeder sich mal überlegen, ein Thema. Und ich führe dann eigentlich mit jedem immer ein Telefonat oder wir treffen uns mal kurz bei Zoom oder anderweitig online und besprechen, was dazu Sinn gibt und wählen so ein bisschen gemeinsam den Fokus aus. Und naja, es sollte halt mit Ernährung, Mentaltraining und in irgendeiner Form vielleicht Bewegung zu tun haben, aber das hat sie ja in den meisten Fällen. Also da biete ich einfach so eine gewisse Hilfestellung an. Manche wissen auch schon genau, ich will auch was Bestimmtes raus oder ich habe bestimmte Interessen und dann ist das Thema völlig klar. Also da sind wir relativ frei in der Themenwahl. Vom Umfang her, also ich sage mal so 15 bis 20 Seiten haben wir in etwa vorgegeben. Und die schafft man eigentlich relativ schnell. Also momentan ist es eher so, ich habe hier lauter ganz große Arbeiten und komme fast nicht mehr mit dem Lesen hinterher, weil viele dann so viel Spaß dabei haben. Und wenn jemand am Anfang der Ausbildung schon sagt, ich habe ein bestimmtes Thema, kann ich darüber Referat machen? Bitte, dann kann er auch gleich anfangen. Ansonsten machen wir das so, ich sage jetzt mal ungefähr Ende des ersten Halbjahres, dass ich dann sage, jetzt hätte ich schon mal gern so ein bisschen konkreter die Themen, wobei es nicht darum geht, dass ich die wissen muss, sondern einfach, dass wirklich dann auch die Schüler sich drauf vorbereiten können. Ja, also da hat man schon genug Zeit und wie gesagt, je früher man anfängt, umso mehr ist da auch an Zeit. Und ganz ehrlich, wir sind ja jetzt nicht hier in irgendwie einer staatlichen Schule. Also wenn es irgendwo gar nicht geht im Rahmen noch der Ausbildung oder irgendwelche Fälle dazwischen kommen, Babys, Männer, wie auch immer, passiert ja alles, ist wie im richtigen Leben bei uns auch. Dann können wir da auch Ausnahmen machen und fanden dafür immer Lösungen. Also es hat keiner von uns Interesse dran, dass irgendjemand kein Zertifikat bekommt, wenn er es denn haben möchte und im Rahmen seiner Möglichkeiten auch alles macht. Ich glaube, da unterstützen wir schon viel. Definitiv. Und tun es auch gerne so. Ja. Genau. Manuela hat auch noch eine Frage, oder? Ja, genau. Ich wollte mal wissen, wie das mit den Gruppenarbeiten funktioniert. Also wenn wir zwischendrin Gruppenarbeiten machen, können wir über dieses Programm hier also einzelne Räume erstellen. Das funktioniert ganz gut, kann man machen. Ansonsten haben wir es jetzt auch ganz oft so gehandhabt, dass wir es einfach, wenn wir Fälle auch besprochen haben, wirklich in einer großen Gruppe, als eine Gruppe gemacht haben. Das hat auch funktioniert. Und was immer auch schön ist, dass sich trotz der Online-Ausbildung die Schüler ganz schön vernetzt haben. Also ob die dann ihre WhatsApp-Gruppe haben oder eben über E-Mail kommunizieren, das ist immer ziemlich unterschiedlich. Aber die sind wirklich auch jetzt so zusammengewachsen. Die haben sich jetzt auch so schon ein paar Mal getroffen. Wer halt in München vor Ort ist, wir haben ja auch Teilnehmer aus Mallorca, vom Bodensee, Baden, egal woher, da geht es dann eben nicht. Und ich finde wirklich, also es ist immer wieder faszinierend, wie es dann doch funktioniert, dass das so harmonisch ineinander greift. Also da sind so die Möglichkeiten, die wir haben, doch recht vielfältig. Ne? Für den Austausch. Mhm. Danke. Gerne. Gab es jetzt, also Sonja hat noch eine Frage hier gestellt, wie viel Zeit man pro Woche, wie viele Stunden ungefähr man für die Ausbildung einplanen sollte? Also natürlich erstmal jeden Mittwochabend dann eben von 18 bis 21.15 Uhr. Das wäre gut, wenn man Zeit hat. Also man hat natürlich immer die Möglichkeit, auch sich die Aufzeichnung anzuschauen, wenn man jetzt sagt, nee, also an dem Mittwoch kann ich nicht dabei sein. Haben Sie wirklich immer, am nächsten Tag steht die Aufzeichnung zur Verfügung in Ihrem Portalbereich. Sie können das dann entweder innerhalb der Woche nachschauen oder dann, wann es eben passt. Aber was meinst du so, wenn man jetzt noch mit Lernen beschäftigt ist? Also ich denke, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit welchen Kenntnissen man reingeht. Es haben ja viele auch schon Vorkenntnisse. Gerade wenn wir anfangen, wir haben sie hier stehen, so ein bisschen Anatomie, Physiologie, Lebensmittelkunde.
wenn man jetzt davon noch nicht so viel gehört hat, dann gibt es schon Sinn, wenn man sich das auch nochmal durchliest am Wochenende. Und ganz ehrlich, ist es meistens so, man wird irgendwo hier mehr Feuer fangen und dann auch nochmal nach Büchern gucken und da mehr reinschauen. Also ich denke mal, mit ja 1-2 Stunden, vielleicht auch mal, wen es mehr interessiert, 3-5 Stunden kann das werden, dass man vielleicht nochmal nacharbeitet. Aber ich versuche es ja auch immer wieder zu, wie soll ich sagen, ja, nochmal zu wiederholen und Dinge nochmal zu sagen. Es ist wirklich oft so, am Anfang denkt man, oh Gott, ich verstehe gar nichts. Also kenne ich so. Manche, da sieht man so richtig, das ist jetzt ganz schön heftig. Klar, ist es auch. Und jetzt, am Ende der Ausbildung, wenn ich frage, wisst ihr noch am Anfang, da haben wir das auch schon mal durchgenommen. Ja, ja, klar. Also das haben wir ja so konzipiert grundsätzlich, dass man da wirklich nach und nach aufeinander aufbaut. Und von daher denke ich, wie gesagt, es ist schon gut, wenn man die 3 Stunden da ist in Präsenz, kann es aber genauso auch im Nachgang anschauen. Ich biete ja auch immer an, wenn irgendwas völlig unklar ist, was da war und man hat keine Zeit im Unterricht in der Präsenzzeit teilzunehmen, dann kann mich auch immer jeder kontaktieren und wir können es auch da besprechen. Und dann, ja, so zum Durchlesen nochmal 1-2 Stunden und wer will auch immer mehr, aber das sollte schon klappen. Ist jetzt noch, ich hoffe, damit ist es einigermaßen beantwortet, Sonja. Jörg, ich glaube. Ja, bei uns ist noch eine Frage aufgetaucht. Ja. Meine Frau ist mir, die auch sehr interessiert ist. Mhm. Und Angela. Ja, hallo, ich bin die Angela. Hallo. Ich hätte eine Frage, ich war jetzt am Anfang nicht gleich dabei. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und mich würde interessieren, inwieweit eben da in dem Kurs so Querverbindungen zur Psychologie für Depressionen, Angststörungen etc. eben, ob das auch aufgegriffen wird, ob da die psychologische Wirkung auch mit einbezogen wird. Ich sage jetzt mal so, wir werden natürlich solche Themen ansprechen. Wir müssen halt immer so ein bisschen aufpassen. Es ist ja keine Voraussetzung, dass jemand Heilpraktiker für Psychotherapie oder Heilpraktiker ist. Und damit ist es jetzt nicht grundsätzlich so gänzlich therapeutisch ausgelegt, ne? Sondern die Beratung kann ja erstmal jeder machen. Aber wir haben natürlich so Sachen auch dann wie intuitives Essen dabei, Essen, Achtsamkeit, die ganzen mentalen Strategien, die man anwenden kann. Das sprechen wir schon alles an. Und natürlich kann man sich auch immer allein über die Bedeutung der Nährstoffe sehr, sehr viel für diese auch psychischen Erkrankungen natürlich ableiten. Und ganz oft ist es auch so, dass wir einfach mehr besprechen, als auf dem offiziellen Plan dazu steht und sich einfach Themen auch wirklich nach Interesse hier ergeben. Okay. Mhm. Danke. Danke. Ja, ich denke ja auch, weil ich meine, da werden wir automatisch drauf kommen, dass es natürlich auch wirklich Probleme mit dem Essen gibt, sei es eben Anorexie, Bulimie, diese ganzen Geschichten. Ich meine, die werden natürlich auch erwähnt. Das muss ja auch, glaube ich, gesagt werden, gerade wenn man eben auch eine Beratung führt und da kommt jetzt jemand, wo man schon weiß, ui, das könnte jetzt aber kritisch werden. Also da sollte man dann auch schon ein bisschen Bescheid wissen, was da auf einen zukommt. Genau. Aber das ist ja natürlich jetzt gerade diese Themen nichts, wo jetzt alleine Ernährungsberatung hilft. Und es ist natürlich das Tolle, wenn man dann eben auch hier noch das anderweitig abdecken kann. Klare Geschichte. Gab es jetzt noch weitere Fragen? Sonst machen wir einfach, ich glaube, Laura hatte noch eine Frage. Ja, hallo, ich heiße Laura. Hallo Laura. Ich habe mal eine Frage zum Schulungsmaterial. Also bekommt man das online geschickt? Ist es dann quasi so eine Präsentation, wo man mittwochs quasi durchgeht? Oder wie sieht das aus? Also es gibt zum einen, gibt es Skripte. Und diese Skripte, die werden per Post zugeschickt und per E-Mail, beziehungsweise die stehen dann zum Download in unserem Portalbereich bereit. Dann gibt es natürlich auch noch die Präsentationsfolien, die man dann eben immer an diesem einen Abend hat und dann natürlich auch immer mitlesen kann. Und Sandra, du bist ja immer noch, da kommt ja immer noch alles Mögliche, was dann noch verschickt wird oftmals. Ja, natürlich, weiß ich es eben, wie gesagt, oft ergibt, dass man nochmal auf andere Themen kommt, die jetzt vielleicht eigentlich gar nicht für den Abend vorgesehen waren. Und dann sage ich, ich habe da noch Material dazu, dann schicken wir das noch hinterher. Also das kommt dann einfach immer nochmal so online oder wir haben noch irgendwelche Fragen, wo ich dann sage, ich suche nochmal was raus. Das kriegen sie dann natürlich auch noch.
Genau, also die großen Skriptpakete werden dann auf jeden Fall rechtzeitig zum Beginn dann bei Ihnen sein und die werden immer in Intervallen geschickt, sodass Sie für die nächsten Stunden immer gut versorgt sind und genau, und online kriegen Sie die sowieso dann immer. Das geht immer recht flott. Mhm, Dankeschön. Gerne. Gab es noch eine Frage? Susanne hatte ja Internetstörungen. Ich glaube, sie ist jetzt auch rausgegangen, ja, weil die Verbindung schlecht war. Na gut, okay, müssen wir dann vielleicht nochmal nachschauen. Sandra, magst du uns einfach mal schnell erklären? Also hier die andere Seite, so die Hauptinhalte. Oder möchtest du das lieber an der anderen Folie machen? Ich denke, wir können vielleicht ans Weitergehen. Dann haben wir es ein bisschen. Sanna? Ja? Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Ich habe Sie unterbrechen jetzt gerade, oder? Alles gut. Nee, gerne. Was ist denn Ihre Frage? Ich habe es nur probiert, wie mit dem Mikrofon umzugehen. Ah. Deswegen. Ja, also es klappt. Alles klar, super. Okay. Technik ist wirklich sehr gut eingänglich und sehr beständig eigentlich auch. Also das ist ganz toll immer. Genau. Mhm. So, dann kommen wir doch mal zu den... Wie viele Teilnehmer sind wir in diesem ungefähr? Also ist das eine große Gruppe oder ist das ein übersichtlich oder sozusagen? Das liegt jetzt an Ihnen, wer jetzt alles dabei ist. Dieser Infoabend ist ja dazu da, um wirklich auch die Fragen zu klären und sich dann eben danach auch anmelden zu können. Das heißt, die Anmeldungen, die starten dann eigentlich ab jetzt. Sie haben natürlich dann auch noch die Möglichkeit, jetzt eben diesen Frühbucherrabatt zu nutzen. Der gilt ja jetzt noch bis zum 10.3. Und ich denke mal, da in der Zeit wird jetzt einiges passieren. Wir haben dieses Mal sind ungefähr 30 Leute dabei in der jetzigen Gruppe. Und vor das Jahr davor waren es auch so um den Dreh. Ich denke mal, dass wir da wieder hinkommen. Und das ist eine sehr schöne Größe. Also das funktioniert sehr gut. Michaela? Noch eine Frage? Kann man mich hören? Ich hoffe, ja. Okay. Ich wollte wissen, bei diesen Online-Veranstaltungen dann, wie läuft es ab? Ist es jetzt ähnlich so wie hier, dass wir eine Präsentation kriegen? Haben wir dann danach die Chance, eine Frage zu stellen oder dazwischen? Oder wie läuft es ab? Weil ich finde es jetzt so dazwischen... da sind ja unterschiedliche Lerntypen dabei. Mich würde es total stören, wenn alle 10 Minuten jemand was fragt. Andere finden es super, weil sie dann gleich was aufschreiben. Wie ist es? Also wir haben es in der Regel schon so gestaltet, dass man zwischendrin Fragen stellen kann, weil es manchmal auch so direkt einfach, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht besser nachvollziehbar ist. Viele schreiben auch im Chat, da werden auch mal Fragen gesammelt. Also das hängt wirklich so ein bisschen auch davon ab, wie sich die Klasse organisiert. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber eine gewisse Interaktion war jetzt schon auch immer so mit der Fall, aber ich finde, es hat immer eine gute Disziplin gegeben und ich denke jetzt nicht, dass es aktuell irgendjemand als störend empfindet, sondern eigentlich doch auch der Austausch dann ganz geschätzt wurde. Jetzt bei der aktuellen Klasse. Es kann jetzt sein, die nächste Klasse, da ist es eher so, da wird nichts gefragt zwischendrin, sondern am Ende. Also das ist wirklich so ein bisschen nach den Fragen der Teilnehmer. Wenn Sie jetzt die Aufzeichnung anschauen und feststellen, oh, da habe ich jetzt aber auch noch eine Frage, hat ja Sandra schon gesagt, können Sie denn auch direkt eben mit Sandra die Frage oder ihr die Frage stellen? Sie kann sie denn entweder im nächsten Webinar dann besprechen, wenn Sie dabei sind oder auch einfach so beantworten oder halt im direkten Austausch. Also daher, es geht auch keine Frage verloren. Nee, das nicht. Ich denke auch immer, man kann da vielleicht auch so zusammen eine gewisse, ich sage jetzt mal so, Funkdisziplin festlegen, wie man das handhaben möchte im Abgleich mit allen, wenn die Gruppe zusammen ist. Da würde ich einfach mal sagen, wartet mal einfach auch ab. Genau. Super. Ich hab noch eine Frage und zwar, wenn wir sagen EMB, also natürlich Entspannung oder haben wir gesagt Ernährung, Mental und Bewegung. Also das heißt, man bekommt einfach ein Konzept. Also jetzt haben wir einiges über die Ernährung ein bisschen erfahren, aber die Frage ist, was mit den anderen? Also wenn wir sagen Bewegung, das heißt, wir kriegen auch
einige Übungen oder wie läuft das ein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wie die einfach zu im Zuge der, oder mit der Entspannung der oder mental zum Beispiel Entspannung, für mich Entspannungsübungen, was ist ja das genau? Also wir machen das jetzt auch, am besten wir stellen Ihnen die Ausbildung einmal kurz vor, da kommt das ja nämlich direkt drin, da erzählen wir Ihnen das dann auch, wie das abläuft. Sandra, magst du einfach mal von Anfang jetzt mal ein bisschen anfangen, wo wir jetzt, welche Themen da drin sind, und dann kommen wir auf jeden Fall eben auch auf den Part von der Ernährung, von der Bewegung und von den mentalen Übungen. Mental. Also das, genau, das denke ich, ist ganz sinnvoll, wenn wir es mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, wie wir das eben aufgebaut haben. Also wir befassen uns erstmal so ein bisschen mit den Grundlagen der Anatomie und der Physiologie, dass wir einfach nochmal den Körper kennenlernen, also so die wichtigsten Organe, die mit der Ernährung zu tun haben. Da sehen wir natürlich ganz schnell im Verdauungsapparat, auch unser ganz wichtiges Stoffwechselorgan, Leber darf nicht zu kurz kommen und Galle. Das ist einfach wichtig, dass wir wissen, wie funktioniert Verdauung, wie werden Nährstoffe resorbiert, wie kommt alles im Körper an, wie wird es weiterverarbeitet, also so die großen Themen, auch Resorption von Nährstoffen, Stoffwechsel an sich, was ist überhaupt Stoffwechsel, was gehört da dazu? Und dann machen wir eben auch, dass wir den Bewegungsapparat kennenlernen, hierzu Anatomie und Physiologie. Und da schauen wir uns natürlich auch das Herz-Kreislauf-System nochmal so ein bisschen an. Allerdings den Part nehme ich meistens ins Sportwochenende mit rein, weil wir haben eben ein extra Sport- oder Bewegungswochenende, wo wir dann, wie Sana gerade gefragt hat, auch Bewegungsübungen kennenlernen, aber eben, wie gesagt, uns auch erstmal den Bewegungsapparat dazu anschauen, uns eben auch überlegen, wie sieht denn ein, ich sage jetzt mal, gesunder Sport, geeigneter Sport aus zur Ernährung passend dazu, beziehungsweise welche Methoden des Trainings gibt's, womit unterstütze ich vielleicht eher ein Abnehmen, was ist wichtig, wo brauche ich Muskelaufbau und solche Dinge. Also den nehmen wir uns ein bisschen mit raus, den Bewegungsapparat, an dieses spezielle Wochenende und auch das Herz-Kreislauf-System. Aber wie gesagt, alles, was so in unserem Inneren, in der Mitte abläuft, das ist erst bei Grundlage Anatomie, Physiologie. Und dann schauen wir uns auch die Lebensmittel natürlich erstmal vom kleinsten Stoff her an, also die ganzen Nährstoffgruppen, die Makronährstoffe, Mikronährstoffe, also Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, aber natürlich auch Vitamine, Mineralstoffe, und schauen uns dann eben an, zu welchen Gruppen sind die zusammengesetzt und welche ernährungsphysiologischen Aspekte haben die einzelnen Nahrungsmittel. Ne? Gucken natürlich auch Aspekte natürlicher Nahrungsmittel, synthetische Nahrungsmittel, also auch die ganzen Zusatzstoffe natürlich gehen wir durch und schauen uns an, was können die im Körper, ich will jetzt nicht sagen bewirken, muss schon fast sagen ausrichten und anrichten, und auch im Vergleich konventioneller Anbau, biologischer Anbau, das ist ja auch immer ein wichtiger Part heutzutage, natürlich auch Thema Nachhaltigkeit, über das sollte man sich ja auch Bescheid wissen und für sich auch so eine Position auch generieren, ganz klar. Nahrungsergänzungsmittel wird immer wieder mit reingenommen, Nutzen, Schaden, aber natürlich auch mal einfach, was eignet sich. Und ja, wie kann man auch sinnvolle Nährstoffanalysen gestalten? Und dann müssen wir natürlich ganz klar auch immer abgrenzen. Wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, jetzt auch bei der Frage von vorhin, Krankheiten. Was können wir da mit der Beratung behandeln? Wo brauchen wir auch noch einen anderen Therapeuten dazu, dass man sich hier gut ergänzt? Also, dass man da einfach auch dingfest ist. Wie kompetent kann man hier den Fall alleine angehen oder wo braucht man Hilfe, dass man da einfach auch rechtlich abgesichert sind. Ne? Das ist heute schon auch ganz schön wichtig. Dann die ganzen Ernährungsformen im Vergleich, vegane Ernährung, vegetarische, Vollwerternährung. Und da gucken wir uns eben immer so die wichtigsten Aspekte dazu an und ja, nehmen uns raus, was man auch gut, ich sage jetzt mal, in der Beratung umsetzen kann. Weil es gibt nicht die eine richtige Ernährung, das werden wir ziemlich schnell sehen, sondern es gibt nur immer die individuell richtige Ernährung für jeden, je nachdem, was er eben für Themen mitbringt, ist es wichtig, hier zu gucken, was passt zu dem. Nehmen wir vielleicht Elemente aus der Hildegard von Bingen Ernährungslehre oder eher aus der TCM mit dazu oder soll es, wie gesagt, mal ganz klassisch eine Vollwerternährung sein. Für wen eignet sich eine vegane Ernährung, wo passt es vielleicht gar nicht?
Also deswegen müssen wir die ganzen Formen uns wirklich auch genau anschauen und immer schon in Bezug auf die Praxis uns überlegen, für wen passt es nicht, was hat es für Vorteile, für Nachteile. Und ja, klar, auch betriebliche Gesundheitsvorsorge ist immer jetzt wichtiger, wird auch von den Betrieben viel gemacht. Übrigens auch ein großes Betätigungsfeld für Ernährungs-, Mental- und Bewegungsberater. Also auch das sollte man nicht unterschätzen. Auch da schauen wir, das ist ja heute auch so das ganz große Ding. Jeder möchte sich vielleicht auch gerne gesund ernähren, sinnvoll ernähren. Aber wie mache ich das auch im betrieblichen Alltag? Wie kann ich das umsetzen? Das sind alles so Spezialthemen, die wir miteinander auch durchgehen, neben vielen anderen. Genau, die noch kommen auf der nächsten Folie. Und dann müssen wir uns das Ganze natürlich auch immer anschauen auf die verschiedenen Lebensphasen. Also ich meine, es ist ja ganz unterschiedlich, der Nährstoffbedarf einer Schwangeren im Vergleich zu Kindern, zu Erwachsenen oder auch wieder in der Menopause zum Beispiel. Also diese ganzen verschiedenen Lebensphasen gehen wir ganz genau durch und schauen eben, wie kann eine bedarfsgerechte Ernährung hier grundsätzlich erstmal aussehen. Wie gesagt, wir müssen es dann immer abgleichen mit den individuellen Themen, die jeder mitbringt. Aber eine Übersicht hier zu haben, ist schon mal ganz, ganz wichtig. Naja, und dann geht es natürlich irgendwann dran, mit diesem ganzen Grundwissen auch dann wirklich zu sagen, ja, wie gehen wir vor in der Beratung bei Erkrankungen des Verdauungsapparates, bei Unterernährung, bei Übergewicht und Überernährung? Wie sieht's aus? Was können wir empfehlen beim metabolischen Syndrom? Also Adipositas, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, alles, was da so dazugehört. Immer wichtiger auch die Fettleber, gell? Das sind so Hauptthemen, die wir natürlich uns ganz, ganz genau anschauen. Wobei es jetzt nicht so ist, dass wir jetzt sagen, erst machen wir das eine, dann machen wir das andere. Wir bauen es nacheinander auf, ja. Aber wir werden natürlich immer schon auch von Anfang an Vernetzungen ziehen und schon ziemlich bald feststellen, wie wichtig es ist, dem metabolischen Syndrom hier mit Vorsorge zu begegnen und was man da tun kann. Also da vernetzen wir schon auch immer zwischendrin. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien natürlich, das sind ganz, ganz entscheidende, wichtige Themen, um die wir uns kümmern. Und dann eben, es wurde ja vorher schon angesprochen, die ganze Regulation auch des Essverhaltens, Essstörungen ist natürlich was, was wir uns auch miteinander anschauen müssen. Also warum man isst, allein diese Frage, ne? Also das ist ja ganz, ganz essentiell. Und wenn man so manche fragt, dann wird wahrscheinlich die geringste Antwort oft Hunger sein, ne? Daran sieht man schon, wie wichtig der psychologische Hintergrund hier auch wirklich ist. Das gehen wir natürlich auch alles zusammen durch. Naja, und wir haben eben speziell ein Wochenende eingebaut, wo wir uns die Bewegung nochmal ganz explizit vorknüpfen, wo wir uns auch den Bewegungsapparat anschauen, wo ich euch auch gerne, ich sage jetzt euch, Entschuldigung, in der Ausbildung duzen wir uns immer, hoffe, das ist jetzt nicht zu persönlich, wo ich euch, Ihnen auch Ideen mitgeben möchte für so, ich sage jetzt mal, kleine Programme für einfache Übungen. Das ist natürlich jetzt nicht eine ganze Trainerausbildung, das ist klar. Aber wir brauchen auch oft nicht, ich sage jetzt mal hier, die wildesten und zig verschiedenen Übungen, sondern Dinge, die man auch im Alltag gut umsetzen kann, die einfach auch so ein Ernährungsprogramm schön begleiten, die praktikabel sind. Und das, ja, gucken wir uns nochmal genauer an und ja, auch nochmal so die unterschiedlichen Bereiche eben, auch wieder interessant, aerober, anaerober Stoffwechsel, muss ich denn völlig fertig durch die Gegend laufen, jeden Tag, schweißtriefend, um wirklich abzunehmen, ne? Das ist genau das Gegenteil von gut in aller Regel. Und da auch zu wissen, woran muss ich denn hier denken, was sind so kleine Kniffs und wie kann ich, wie gesagt, auch im Alltag Bewegung gut einbauen, dass ich hier eine Beratung schön abrunden kann mit ich sag mal, ein paar eingängigen, tollen und gängigen Übungen. Das ist hier auch so unser Ziel. Wenn dann jemand sagt, Mensch, mir macht das so viel Spaß, ich will viel mehr in dem Bereich Bewegung machen, dann kann man das ja auch wieder entsprechend weiterentwickeln. Aber man hat hier wirklich mal gute Grundlagen. Da machen wir auch ein bisschen natürlich Entspannungsübungen mit dazu. Der Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung ist ja was ganz, ganz Entscheidendes immer in allen Lebensbereichen und so natürlich auch da.
Wir schauen uns die verschiedenen Kraftbereiche an. Wie gesagt, was bringt am meisten? Kraft, Ausdauer, Ausdauer, welche Sportart zählt überhaupt wozu, dass man da einfach einen Überblick bekommt. Und ja, das haben wir eben so gelegt, nachdem es eh nicht mit den Abenden an Mittwochen ausgeht, dass wir da ein Wochenende auch dafür vorgesehen haben. Und das ist immer so unser Bewegungswochenende, ne? So circa Mitte der Ausbildung. Und auch nochmal diese Entspannungsübungen extra haben wir einen Tag oder, na, ich glaube, es sind insgesamt auch 3 Stunden oder so. Auf jeden Fall ist nochmal ein ganzer Tag auch dabei, wo man eben viel Entspannungsübungen auch macht, sei es jetzt die progressive Muskelentspannung, irgendwelche Meditationen, Atemübungen. Alles einfach so, dass man es wirklich auch in seine Beratung, die man macht, sehr praxisnah mit einbauen kann, dass man wirklich dann am Schluss auch ein Konzept zusammen hat, ne? Dass man einfach diese Ernährungsempfehlungen auch unterstützt. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass man hier schon ja Handwerkszeug natürlich mitbekommt. Natürlich brauchen wir auch noch so ein bisschen die Erfassung des Ernährungszustands, also BMI kennt jetzt jeder, aber einfach auch so Grundumsatz, Leistungsumsatz, wie berechne ich das überhaupt, wie hoch ist denn überhaupt mein Energieverbrauch, den ich habe, das muss ich ja alles wissen und dann eben auch für meinen Klienten entsprechend berechnen können und daraufhin überlegt man sich dann eben, wie kann man entsprechend einen Speiseplan gestalten. Das sind alles dann so Themen, wo wir ja die Ernährungsberatung dann auch wirklich in die Praxis mit umsetzen. Ja, und dazwischen sind immer noch, ich sage jetzt mal so Tools wie die Gesprächsführung, wie baue ich sowas auf, Körpersprache, noch andere mentale Strategien, auch was wir gern machen, so Achtsamkeitsübungen. Ich finde, man kann Achtsamkeit so wunderbar beim Essen umsetzen. Also auch da gibt es dann einfach nochmal viele, viele Ideen dazu. Auch wie motiviere ich meinen Klient und wie, ich sage mal, kann ich ein Selbstmanagement hier jemand auch anbieten, dass er das auch wirklich umsetzt. Um das geht's ja letztendlich auch, ne? Also da ist schon so ein bisschen Didaktik, Methodik dann auch angesagt, dass wir es wirklich zu einem Konzept zusammenbauen können und dann auch entsprechend an unsere Klienten, an unsere Patienten weitergeben können. Fallbeispiele, praktische Übungen machen wir einfach so, ich sage mal, immer nach Wunsch. Oft bringt auch jemand einfach was mit an irgendeinem Tag, sagt, ich hätte da einen Fall, können wir mal kurz drüber sprechen. Dann nehmen wir das einfach gerne mit dazu. Und dazwischen sind immer wieder so kleine Themen, die wir jetzt gar nicht ins Detail aufgeführt haben, die so, ich sage jetzt mal, aktuell einfach auch aufploppen und auch durch ja die aktuellen Medien immer wieder interessant werden, ob das mal sowas ist wie stille Entzündungen, Nebennierenschwäche, alles, was man so ja auch natürlich dann im Stressbereich hat, Burnout und. Das begleitet uns hier natürlich auch immer und ist immer wieder Thema. Aber das ist ja jetzt auch nur ein grober Überblick für das, was man ein Jahr dann macht und wofür wir auch wirklich viele Abende Zeit haben. Das stimmt. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dieses Jahr geht unglaublich schnell vorbei. Das ist so. Mit den ganzen Themen. Wir haben jetzt, wir haben ja jetzt eigentlich 2 Sachen. Wir haben einmal die Online-Ausbildung und wir wollen irgendwann auch wieder eine Präsenzausbildung starten. Es hat jetzt, wir wollten das im letzten Jahr schon, das hat leider nicht geklappt, da wir einfach merken, dass Interesse ist für die Online-Ausbildung einfach deutlich größer. Und insofern freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn Sie bei der Online-Ausbildung dabei sind. Also es ist immer mittwochs abends von 18 bis 21.15 Uhr und 2 Wochenenden, auch von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Da gibt es natürlich eine Pause dazwischen. Und auch wenn man jetzt irgendwann sagt, oh, jetzt kann ich nicht mehr, dann schaut man sich halt dann im Nachhinein die Aufzeichnung an. Wir starten am 19. April. Die Ausbildung fängt, diese Online-Ausbildung, einmal im Jahr an. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, nö, dieses Jahr schaffe ich es vielleicht doch noch nicht, im nächsten Jahr kommen wir auf jeden Fall wieder. Und die Kosten sind 2.830 Euro für das gesamte Jahr. Das erläutere ich Ihnen auf der nächsten Seite noch ein bisschen genauer. Und wie gesagt, die Präsenzausbildung, die haben wir jetzt einfach mal zur Info mit reingebracht, weil es ja doch immer wieder Teilnehmer auch gab, die eigentlich viel lieber in Präsenz diese Ausbildung machen wollen. Wir planen die mal für den 4.11. als Start, aber da sind wir uns nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich alles wieder klappt, ob bis dahin wieder alle sagen wollen, juhu, Präsenz. Michaela, Sie haben noch eine Frage.
Ja, ich hatte eine Frage. Vorher war ja das Thema, da habe ich auch gesehen, Essstörungen und diverse andere Sachen. Kriegt man da übermittelt, wie man erkennt, dass das jemanden betrifft, auch wenn die Person das vielleicht nicht bewusst selber kommuniziert, aber eigentlich schon weiß, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es gibt ja auch Menschen, die haben eine Essstörung, empfinden das für sich vielleicht als normal, weil sie es einfach schon Jahre so machen vielleicht. Kriege ich übermittelt, wie ich da rangehe, dass ich das bemerke? Also das werden wir auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, abgrenzen, dass man sich das anschaut, was sind eben die Voraussetzungen, um von Essstörungen zu sprechen. Allerdings, ich kann Ihnen jetzt hier nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist trotz allem manchmal ganz schön schwierig, das von außen zu sehen, weil gerade wenn jemand von Essstörungen betroffen ist, natürlich deren, ich sage jetzt mal, Vermeidungsstrategie unendlich groß ist. Also das bleibt trotzdem, also nicht, dass es am Schluss eine Garantie gibt, das zu erkennen. Das, wie gesagt, liegt so ein bisschen, glaube ich, in der Sache auch dieser Störungen, dass die sich sehr gut zu verstecken wissen, leider. Aber natürlich werden wir abgrenzen und uns genau anschauen, was sind Hinweise darauf, gar keine Frage. Gut, dann kommen wir noch mal weiter zu dem organisatorischen Part. Das heißt, wir haben 43 Abende, wie Sie jetzt schon gehört haben. Kann es auch gut sein, dass da noch mal ein kleiner Abend, ein oder zwei dazukommen, weil man dann doch noch ein bisschen mehr Fragen hat und dann noch ein bisschen mehr zu besprechen. Aber das bleibt natürlich alles innerhalb dieser Kursgebühr, auch wenn jetzt Abende dazukommen. Es ist, wie gesagt, immer mittwochs 3 Stunden und eine Viertelstunde. Und genau, wir haben insgesamt 106 Unterrichtsstunden. Das sind immer diese 45 Minuten, die angegeben werden. So wird das nachher auch auf Ihrer Teilnahmebestätigung stehen. So, dass man auch Fortbildungspunkte, für viele von Ihnen ist das vielleicht interessant, dass Sie Fortbildungspunkte bei Ihren Verbänden mit einreichen und diese stehen dann auch auf der Teilnahmebestätigung mit drauf. Und wie wir vorhin schon sagten, es gibt einen Abschluss, wenn Sie eben die Facharbeit schreiben und dann können Sie eben diese Bezeichnung EMB Berater Coach führen. Und wir zeichnen, was ich auch schon sagte, jeden der einzelnen Abende und auch der Wochenende natürlich auf. Und die Aufzeichnung steht Ihnen auch noch nach der Beendigung, nach der Ausbildung noch ein weiteres Jahr zur Verfügung. Das heißt, Sie können auch immer wieder nochmal wieder reinschauen, wenn Sie vielleicht einen Klienten da haben, der ein gewisses Thema hat und dann nochmal durch Ihren Stundenplan gucken und sehen, ah ja, okay, da war das doch, das gucke ich mir nochmal an. Das ist auf jeden Fall möglich. Und Sie werden natürlich auch sehr, sehr viele Sachen in Ihren Skripten finden, die wir Ihnen schon per Post und per E-Mail dann zuschicken. Dann kommen wir zu den Kosten. Ich sagte eben schon, es sind 2.830 €, wenn Sie noch kein ZFN-Schüler oder Schülerin sind. Wenn Sie das sind bereits, dann zahlen Sie weniger, dann sind das 2.560 €. Sie sind Schüler oder Schülerin, wenn Sie in letzter Zeit einige Veranstaltungen bei uns gemacht haben und einen gewissen Umsatz gemacht haben, beziehungsweise eine größere Ausbildung gemacht oder gebucht haben. Wenn Sie sich jetzt nicht sicher sind, ob Sie schon in dem Schülerbereich sind, dann melden Sie sich einfach, dann fragen Sie mich oder meine Kolleginnen und wir erzählen Ihnen das dann und dann können Sie auf jeden Fall genau das Richtige anklicken. Sie haben die Möglichkeit, in verschiedenen Arten zu zahlen, entweder als Teilzahlung, eine Anzahlung zu machen und dann eben in 12-monatlichen Raten oder direkt nur in Raten ohne Teilanzahlung. Und das sehen Sie jetzt hier nochmal ganz genau aufgeführt. Also die Raten, das sind immer 12 und dann je nachdem, ob Sie eine Anzahlung machen oder nicht. Wir haben einen Frühbucherrabatt. Den haben wir jetzt ein bisschen verlängert, weil wir unseren Infoabend ein bisschen verschoben haben. Das heißt, der gilt noch bis zum 30., nicht, bis zum 10.3. Genau. Und dann werden 200 € nochmal abgezogen. Und da ist es völlig egal, ob Sie jetzt Teilzahlung, Ratenzahlung, Gesamtzahlung oder ZFN-Schüler sind. Bei jeder Art der Buchung kommen dann diese 200 € nochmal runter. Manuela, Sie haben noch eine Frage.
Ja, und zwar kommt da noch eine Bearbeitungsgebühr dazu oder sind das die Gesamtkosten? Das sind die Gesamtkosten. Und dann hätte ich doch noch mal eine Frage zu dem EMB. Wer hat die Marke registriert? Weil ich habe das schon mal so mal im Internet gegoogelt, aber da findet man nichts so wirklich dazu. Ist das eine Registermark von dem ZFN oder? Ja, okay. Genau, das hat mein Chef, der Herr Thoma, registrieren lassen. Aha, okay. Mhm. Deswegen genau. Findet man da nichts. Verstehe. Aha. Gut, ja, danke. Bitte. Kirsten, Sie haben auch noch eine Frage? Genau, ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, Sie machen das ja normalerweise auch in Präsenzausbildung. Mich würde interessieren, ob Sie irgendwie Feedbacks von früheren Schülern bekommen, wo die mal gelandet sind. Weil für mich, also ich will das gar nicht bagatellisieren, überhaupt nicht, aber ich weiß gerade gar nicht so, wie konkurrenzfähig ist man zu zugelassenen Ernährungsberatern. Also es gibt ja von der Krankenkasse zertifizierte Ernährungsberater. Also ich weiß, meine Schwiegermutter zum Beispiel hat Zucker. Da sagt der Diabetologe, ja, sie brauchen eine Ernährungsberatung. Dann schreibt er ein Rezept und dann geht die dahin, dann zahlt das die Krankenkasse. Mhm. Bei Ihnen werden sicherlich auch Leute Heilpraktiker sein, die werden das in ihrer Praxis dann als Zusatzleistung, ja, oder als Paket mit in ihren Leistungen anbieten und wenn das darüber abrechnen. Aber ich frage mich so ein bisschen, wie kann man sich nachher damit auch so präsentieren? Also ich komme jetzt zum Beispiel auch nicht aus Bayern, ich komme aus NRW. Ich denke mal, bei Ihnen wird das ZFN auch sehr, sehr präsent sein. Kennt man sicherlich auch. Ich wüsste jetzt nicht, wie das wäre, wenn ich mit dieser Teilnahmebestätigung oder selbst diesem Zertifikat quasi mich irgendwo vorstellen würde, wie das gewertet wird, weil das kennt ja in dem Sinne gar keiner. Also das ist so meine Frage, wie das, ob Sie irgendwie ein Feedback mal bekommen haben, wie das ist. Ja, Sandra, magst du erst? Ich kann gerne anfangen. Also ich habe ja erfreulicherweise mit sehr, sehr, sehr vielen Schülern auch später immer noch Kontakt und daher kriege ich immer viel mit, was die so machen. Und ich fand eben so spannend, und ich glaube, ich habe es vorhin kurz auch erwähnt, dass auch immer mehr eigentlich wirklich mit Ärzten direkt kooperieren. Und da geht es gar nicht so drum, dass sie diese Krankenkassenleistungen abrechnen oder anbieten. Das ist meistens, was ist es? Ich sage jetzt mal eine Dreiviertelstunde oder irgendwas, die bezahlt wird, die nach dem, was ich mitbekomme, jetzt auch nicht unbedingt die Leute so viel weiterbringt. In der Zeit kann ich kaum eine sinnvolle Ernährungsberatung machen, in der Form, dass sich wirklich auf Dauer was ändert. Ich kriege auch immer sehr viele Klienten, die kommen und sagen, ja, eben gerade Thema Diabetes, ich hatte da so eine Beratung, es hat mir aber nichts gebracht, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also viele suchen da eigentlich mehr, weil ihnen das, was jetzt so nur offiziell angeboten wird, das ist bestimmt eine schöne Grundlage, keine Frage, aber es reicht ihnen oft nicht. Und es ist meistens das, was so, ich sage jetzt mal, einfach ganz klassisch von der DGE immer empfohlen wird, was wir fast schon in jeder bunten Illustrierten lesen können. Wir gehen das Ganze ja von verschiedenen Seiten an. Wie wir gesagt haben, wir nehmen ein bisschen was aus der TCM mit rein. Wir nehmen was aus dem Ayurveda mit rein. Wir gucken, wie können wir mit Gewürzen temperieren? Wie können wir vielleicht auch mal Wildkräuter einsetzen dazu? Das sind Dinge, die es eigentlich ausmachen nach meiner Erfahrung. Und so kriege ich es auch rückgemeldet von den ehemaligen Schülern und Schülerinnen, die aber eben offizielle Beratungen überhaupt nicht bringen können. Naja. Und also das ist echt erstaunlich. Wie gesagt, interessanterweise ganz viele, die jetzt gesagt haben, du, ich habe das meiner Zahnärztin erzählt und ich arbeite jetzt da ein paar Stunden die Woche. Wir fangen jetzt an, was aufzubauen. Ne? Wenn manche sagen, da geht es jetzt speziell um Thema Zahngesundheit. Manche sagen einfach nur, Mensch, die findet das Thema allgemein wichtig. Wir gehen in die Richtung. Also das hat mich jetzt auch sehr gefreut, Zahnärztinnen, Kieferorthopäden, die jetzt auch dabei waren,
letzte Woche erst rief mich eine an, war ganz glücklich, hat gemeint, Mensch, ich habe meinem Hausarzt das mal mit der Ausbildung erzählt und ja, wir fangen jetzt auch da zusammen an. Ich kann bei dem paar Stunden was machen. Oder zumindest er bewirbt meine Beratungen und ich rechne dann selbstständig ab. Und das ist natürlich toll, weil die schon auch merken, dass es oft alleine nicht reicht mit diesen offiziellen Beratungen, die es gibt. Also insofern, ich meine, Ernährungsberater könnte sich jetzt theoretisch jeder nennen. Und da ist natürlich dieses Zertifikat dann was, was sich schon ganz schön abhebt und wo einfach viel Wissen dahinter ist. Es stehen ja auch die Themen drauf, die man belegt hat. Ich sehe es wirklich als eine sehr, sehr gute Grundlage an und die paar wenigen, die wirklich auch, ich sage jetzt mal, diese Krankenkassenberatungen machen dürfen, die dürfen halt auch nur die ganzen vorgegebenen Themen durchgehen und das ist sehr, ja, ich sage jetzt mal, einseitig orientiert. Das ist nicht falsch, aber es bringt die Leute oft nicht weiter und sie haben oft noch nicht die Tipps dabei, wie es wirklich funktioniert. Und da merkt man schon sehr schnell, dass man sich einfach, klar, man muss irgendwo mal auf sich aufmerksam machen, das stimmt, aber dass man dann mit guten Inhalten auch richtig gut für sich allein schon Werbung macht. Und das kann ich wirklich bestätigen, dass das viele machen, auch gerade jetzt über Kinder dann eben, dass die in den Schulen was machen, dass die in den Kindergärten was machen. Also da kriege ich ganz, ganz viele Rückmeldungen. Eine, die reist gern, die arbeitet dann immer auf dem Schiff und macht dort Ernährungsberatung. Also auch das geht. Oder eben gerade auch mit Hotels zum Beispiel. Wellnesshotels ist auch eine ganz, ganz, ganz große Geschichte inzwischen, dass sich da viele Kooperationen ergeben. Und eben in den eigenen Betrieben. In den eigenen Betrieben betriebliche Gesundheitsvorsorge. Dass die das einfach nochmal extern mit anbieten. Manchen wird es auch entsprechend über die Firma vergütet, je nachdem. Manche haben zum Beispiel so eine kleine Bewegungsrunde eingeführt. Das ist auch was man machen kann. Und machen dann ab und an eben an so Gesundheitstagen Veranstaltungen und kriegen das im Rahmen dann ihrer üblichen Gehaltszahlungen eben mit angerechnet. Und manche machen es eben extern. Also das ist das, was ich so höre und worüber ich mich auch total freue. Das ist auch das, was ich immer denke, diese Eigenmotivation, die ist natürlich enorm wichtig. Ich beobachte das auch viel so auf Instagram oder so. Die Teilnehmer, die wir hier hatten, die sind sehr aktiv. Also die sind da ordentlich dabei und machen auch eigene Online-Vorträge und alles. Ich glaube, das ist immer das, wie man sich selbst dann auch sieht und was ich daraus machen möchte, was ich gemacht habe. Und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hat, ob man das ZFN irgendwo kennt oder nicht, sondern es geht um diesen, ich habe diesen Titel, ich bin Ernährungsberater und ich kann was. Ich glaube, das ist das. Na klar, gibt es studierte Ernährungsberater, das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Also die haben natürlich andere Möglichkeiten, aber die haben natürlich auch eine ganz andere Ausbildung. Also die müssen ja auch wirklich einige Jahre dann auch sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel machen. Und ich finde diese Grundlage gerade auch im Hinblick auf ein ganzheitliches System, was eben auch naturheilkundlich eben angehaucht ist, ist einfach eine andere Geschichte. Genau so ist es. Ich darf da vielleicht kurz was dazu noch sagen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat Ernährungswissenschaften studiert. Das heißt, sie dürfte ganz klassisch mit Krankenkassen abrechnen. Und die macht es aber nicht. Also ich habe sie kürzlich mal gefragt, warum machst du eigentlich? Sagt sie, ich will nicht nach diesen Vorgaben arbeiten. Die bringen mir nichts. Also insofern, glaube ich, kriegt man da schon einen ganz guten Fuß in die Tür, wenn man es mit Inhalt belegen kann. Und das ist das, was wir auch vermitteln wollen. Und eben auch diese Randbereiche, dieses bisschen grüne, manchmal ökologisch angehauchte, aus den verschiedenen alternativen Ansichten, das macht es einfach besonders. Ja, ich hätte jetzt nur gedacht gehabt, dass gerade so, also wenn man das in der Praxis macht, okay, wie gesagt, das kann man irgendwie mit einpacken, aber jetzt in Betrieben oder auch selbst in Wellness-Kliniken oder in Co-Kliniken hätte ich gedacht, dass die sich vielleicht da doch eher ausgebildete Diätassistenten dahin stellen und das eher so machen. Na, also nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne. Michaela?
Ich glaube, die Frage wurde so ein bisschen beantwortet schon. Ihr habt gesagt, oder so wie ich es verstanden habe, haben wir die Möglichkeit, jetzt nicht mit der Krankenkasse abzurechnen, ne? Aber ich denke, was die Kirsten gesagt hat, ich glaube, man muss sich gut verkaufen können und man muss die Leute finden, die einen extremen Schmerzpunkt haben. Also ich mache das zusätzlich jetzt, ich bin selbstständig seit 15 Jahren in einem Feld, wo es so viel, also ich bin Webdesignerin, es gibt, glaube ich, jeder zweite ist irgendwie Webdesigner. Und man muss aber diesen Schmerzpunkt von dem Kunden, das ist eine Übungssache, also irgendwie rauskitzeln. Und wenn es erst richtig wehtut, also wenn die letzte Jeans im Schrank sozusagen auch mit Verlängerung Haargummi-Technik nicht mehr zugeht, so ungefähr, oder wenn es einfach Schmerzen sind oder egal was, ja, dann muss man das, glaube ich, finden, dann geht es schon. Aber die Frage an sich fand ich gut, weil meine Frage wäre gewesen, kriegt man am Ende der Ausbildung irgendwie so ein, ich will nicht sagen Leitfaden, weil man kann ja nicht einen Leitfaden kriegen, wie man das am besten in Szene setzt, aber irgendwie so ein so eine Übersicht, wo wie stelle ich das jetzt an, dass ich zum Beispiel, also das wüsste ich jetzt nicht, wie komme ich an der Sprechstundenhilfe vorbei zum Beispiel, weil die Praxen sind ja überlaufen ohne Ende. Bei meinem Arzt kann ich das jetzt machen, aber bei einer fremden Praxis, das ist halt sehr schwierig. Oder gibt es die Möglichkeit, beim ZFN dann irgendwie so ein Training noch zusätzlich zu machen? Oder also wie jetzt so ein Training, dass man, wie man jetzt an Leute rangeht oder marketingtechnisch? Ja, wie ich, weil es ist ja, also gesundheitstechnisch ist es ja sehr sensibel. Ich hätte zum Beispiel gerne den Wunsch, in Kinderwunsch zu gehen, an die Frauen ran. Das ist, und ich merke es jetzt schon auch, weil du gesagt hast, Instagram, Julia, dass die da wirklich hochsensibel sind. Also ich kann da nicht ankommen und sagen, jetzt bist du mal 8, dann wirst du schwanger. Das ist auch schwierig. Nee. Also da würde ich mich auf jeden Fall, bei genau solchen Themen würde ich mich auf jeden Fall mit Heilpraktikern zusammentun, dass man das in Kombination machen kann. Und das macht dann auch nochmal ein, wenn man auch noch zu zweit ist oder man ist noch mit mehreren zusammen, finde ich, ist das auch nochmal, man tritt auch nochmal ganz anders auf. Das heißt, du kannst einfach von der Ernährungsseite was sagen, aber du kannst auch naturheilkundlich noch was dazu sagen. Und es gibt unglaublich viele Heilpraktiker, vor allem Heilpraktikerinnen, die sich auf genau dieses Thema spezialisiert haben. Und man kennt aber auch ja sehr viele in seinem Bekanntenkreis. Also ich habe das damals so gemacht, ich hatte meine Heilpraktikerpraxis und habe tatsächlich die gestartet mit einem großen Ernährungsthema. Ich habe damals Metabolic Balance in meiner Praxis angeboten und das, weil Ernährung einfach läuft. Also das ist, ich finde, das ist immer ein sehr griffiges Thema, womit man die Leute auch ranziehen kann und aufmerksam machen kann. Und das ist sehr dankbar. Und daher glaube ich, dass man, wenn man es einigermaßen geschickt anstellt, entweder sich vernetzt, vernetzen ist ja sowieso das Allerwichtigste, dass man dann überhaupt keine Probleme haben sollte, wirklich auch an Klienten zu kommen und auch an die richtigen Klienten. Aber es ist halt wirklich wichtig, sehr eigenmotiviert auch ranzugehen. Wie gesagt, die meisten sind irgendwie in sozialen Medien jetzt unterwegs und ich habe dann auch damals, als ich diesen Metabolic Balance gemacht habe, da habe ich dann erstmal Bekannten von mir gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch, ich koche was für euch. Und so hat sich das dann immer mehr rumgesprochen. Also erstmal natürlich auch in die Vorleistung gehen und dann fängt es dann auch richtig an zu laufen. Aber es dauert halt, muss man auch so sagen. Ich meine, es gibt sehr viele. Gerade auch, ich habe jetzt in Bezug auf die Heilpraktiker das natürlich auch gesagt, weil da muss man sich ja auch sehr abheben, um wirklich konkurrenzfähig dann auch zu sein. Ja, aber dass zum Beispiel gerade diese Kombination mit Ernährungsberatern oder man ist es selber auch eine ganz gute Sache immer. Michaela, vielleicht darf ich auch noch ergänzen. Die Frage war ja auch, ob wir uns mit sowas befassen. Also ja, das tun wir auch. Das ist zum Beispiel was, das kommt jetzt am Ende der Ausbildung nochmal. Also wir haben nochmal Unterrichtseinheiten, die nennen sich Praxisgründung und auch wirklich nochmal so ein bisschen Thema Selbstvermarktung. Also das haben wir schon auch in der Ausbildung mit dabei, ganz klar. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemein dazu. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, jeder von Ihnen bringt ja auch schon sehr viel Erfahrung und schon eine gereifte Persönlichkeit mit. Also das ist jetzt nicht so wie der junge Diätassistent, der da von der Schule kommt, mit seinen 21,5 oder was, der dann einfach sein auswendig gelerntes Wissen weitergibt. Gerade diese EMB-Beratung, die lebt ja auch von dem, was man schon ansonsten an Erfahrungen hat, wie man mit Menschen umgeht. Und
gerade, wie es Julia auch gesagt hat, sich da weiter zu vernetzen in den Bereichen, wo man schon ist, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, dass man eigentlich, glaube ich, schon auch sehr viel Potenzial immer hat, ist ja jetzt bei Ihnen auch der Fall, so wie Sie es beschreiben, dass da schon viel da ist und dann hat man so eine Idee, da möchte ich noch weitergehen. Okay. Ich hoffe, das hat noch mal so ein bisschen die Frage beantworten können. Wenn nicht, dann gerne noch mal konkreter fragen. Okay. Diese Themen zur Präsenzausbildung. Ich schicke Ihnen das mit. Ich schicke Ihnen die ganze Präsentation noch mal zu, damit Sie alles auf einen Blick haben. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht näher drauf einzugehen, weil wir sind ja jetzt hier für die Online-Ausbildung. Das ist für Sie dann noch mal zur Übersicht. Und diese hier auch, da sehen Sie noch mal alle Termine auf einen Blick, dass man auch gleich gucken kann, ob man Zeit hat oder ob man sich die Aufzeichnung anschaut. Ja, und wir haben ja eben schon sehr viel gesprochen. Also die EMB-Ausbildung ist natürlich eine Grundlage für ganz, ganz viel, auch gerade ganz viel, was wir hier bei uns am ZFN eben auch anbieten, dass man nicht einfach diese Ausbildung macht und dann war es das, sondern es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben gerade im Thema Fasten, Sandra macht da auch einiges, Basenfasten. Wir haben den Fastenleiter, den man natürlich auch noch perfekt damit kombinieren kann. Es gibt die TCM-Ernährungslehre. Sie lernen ja in Ihrer Ausbildung hier auch. Sie haben auch eine Einheit TCM-Ernährung. Wir gehen natürlich in anderen Kursen noch spezifischer darauf ein. Wir haben jetzt auch eine Ayurveda-Ausbildung, was natürlich auch kurz in der EMB-Ausbildung mit angesprochen wird als Richtung. Und da kann man das natürlich dann noch vertiefen. Es geht hier nochmal um den Vitalstoffberater. Auch das wird alles in der EMB-Ausbildung besprochen. Wenn Sie dann aber sagen, okay, das finde ich so spannend, da möchte ich tiefer gehen, das können Sie dann in unseren Kursen auf jeden Fall immer weitermachen oder natürlich auch die Phytotherapie-Ausbildung. Das heißt, richtig in die Pflanzenheilkunde mit reinzugehen, das kann man auch gut machen, wenn man keine Heilpraktikerin ist oder kein Heilpraktiker. Und natürlich haben wir viele auch kostenfreie Firmenveranstaltungen, wo es auch sehr häufig, jetzt haben wir gerade, glaube ich, nächste Woche eins, da geht es ums Thema Eisen oder auch um Allergien und Ernährung. Also schauen Sie einfach ein bisschen auf unserer Homepage durch, da finden Sie einiges. Die Sandra bietet ja auch noch die Ernährungskonzepte an. Das heißt, da wird sich dann an 4 Abenden, wird sich da einem Thema gewidmet, sei es Adipositas oder der Fettstoffwechsel oder ähnliches. Auch das ist in der Ausbildung drin, aber man kann alles immer noch mal vertiefen. Und wir hoffen definitiv, dass wir demnächst mal wieder praktische Kochkurse anbieten können. Das wäre uns hier mal eine sehr große Freude. Bisher ist auch hier ein bisschen Ruhe gerade eingekehrt. Aber schauen wir mal. Wir hoffen mal, dass das alles wieder ein bisschen startet. Genau. Das ist so im Groben, also wirklich ganz im Groben, einfach mal ein bisschen stöbern bei uns. Das heißt, da ist ein großartiges Angebot, um das alles zu vertiefen und weiter auch auszubauen. Ja, jetzt hatten wir eigentlich gedacht, dass wir so nach einer halben Stunde so weit sind, dass die Sandra noch ein paar kleine Praxisbeispiele erzählt. Aber ich fand das so toll, dass es heute eine so große Fragerunde gab. Jetzt kamen wir gar nicht dazu. Manuela hebt noch mal ihre Hand. Noch eine Frage? Da. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu den Dozenten. Ist das jetzt ein Dozententeam oder macht das dann nur die Frau Kraus? Oder? Das ist ein Dozententeam. Die Sandra, die hat die meisten Unterrichter, also ist am meisten mit dabei. Aber wir haben noch, jetzt haben wir noch eine für die TCM, ist eine TCM-Spezialistin, die das macht. Dann noch für Ayurveda noch jemand, der auch da spezialisiert ist. Dann haben wir die Heidi dabei, jetzt musst du mir mal weiterhelfen, Sandra, da ist noch eine ganze Menge. Die macht zum Beispiel auch über den Fastenbereich, die macht auch nochmal betriebliche Gesundheitsvorsorge, auch nochmal so dieses Thema Praxisgründung, da wechseln wir uns ein bisschen ab. Detox zum Beispiel macht die Heidi auch, also hat auch mal die Ausbildung am ZFN gemacht, gell? Vor ein paar Jahren, und daraus hat sich das jetzt so auch für sie ergeben, dass sie eben neben den praktischen Beratungen hier auch noch uns ganz, ganz toll unterstützt. Dann haben wir noch eine Physiotherapeutin dabei, die sich ganz viel auch in diesen Entspannungsbereich natürlich jetzt hier eingearbeitet hat und aber auch in der Praxis natürlich sehr, sehr viel Entspannungsmethoden macht und uns da auch noch ganz, ganz viele Methoden mitgibt. Also insofern, wir sind schon auch ganz gut gemischt. Gut, ja, danke. Gerne. Sehr, sehr, sehr nette
und sehr erfahrene Damen, die wir hier haben, arbeiten alle auch nebenbei als Dozenten mit weiteren Kursen hier. Und ja, doch, das ist ein sehr schönes Team, was wir hier zusammengestellt haben. Ja, ich würde jetzt eigentlich vorschlagen, dass wir das hier beenden, weil ich glaube, außer Sie haben natürlich jetzt noch weitere Fragen, weil ich glaube, dieses Praxisbeispiel, das würde jetzt nochmal gut und gerne eine Dreiviertelstunde dauern. Das machen wir dann einfach in der Ausbildung, oder? Ich denke, da kann man es am besten auch erfahren, aber wenn jetzt noch Fragen sind, also dann ganz, ganz, ganz gerne, herzlich gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie dann ab dem 19. April dabei sind. Aber wir stehen natürlich auch weiterhin immer noch für Fragen zur Verfügung. Also schreiben Sie einfach gerne eine E-Mail oder rufen Sie an. Wir kriegen das alles. Ich glaube, wir kriegen jede Frage beantwortet. Und wenn ich das nicht kann, dann rufe ich Sandra an und sie macht das dann. Gar kein Thema. Ja. So machen wir das ja auch in der Ausbildung, in der Laufenden. Und das funktioniert ganz gut. Mich würde noch mal interessieren, wer von Ihnen ist dann Heilpraktiker oder Heilpraktikerin und möchte das jetzt mit integrieren? Oder Manuela? Noch eine Frage? Ich wollte nur sagen, dass ich auch Heilpraktiker bin. Ach so, ja. Weil ich glaube, das ist schon eine ganz schöne Kombinationsmöglichkeit, wenn das geht. Aber ich finde, es ist ja auch ein schöner Einstieg, wenn man sich vielleicht auch damit befasst. Man möchte vielleicht mehr in diese Richtung gehen, ist die Ernährung ja eigentlich der optimale Einstieg. Weil, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon besprochen, Essen betrifft ja jeden irgendwie. Ja, und das Schöne ist auch, wenn man mit dem Ernährungsberater beginnt, so habe ich es ja auch gemacht, dann kann man halt dabei schon was machen. Auch wenn man danach noch eine Heilpraktiker-Ausbildung dann hinterherlegt. Aber ich konnte das eben dann schon für mich in der Praxis umsetzen und auch schon diesen Umgang einfach mit Klienten kennenlernen. Und ja, wie gesagt, wenn man dann mehr will, dann geht immer noch der Heilpraktiker obendrauf. Genau. Ja, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben für heute Abend, dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn wir uns sehen. Wünsche Ihnen heute noch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank, Sandra, und vielen Dank, dass Sie dabei waren und Ihre Fragen gestellt haben. Das hat das wirklich aufgelockert. Sehr schön. Ja, dann. Sehe ich auch so. Danke für die Teilnahme mit Kamera. Also so wäre es dann auch doch in der Ausbildung eine ganz schöne Runde. Definitiv. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.